Ey, will mein Buch auch endlich auf Hanf drucken. Jedes Jahr Buchmesse und nirgends was auf Hanf. So, dann probieren wir das Ding mal aus hier. Ganz genau hier, bevor wir in die Linse kommen. Ich hab keinen Bock auf Kinderfilme, bin selber Kinderfilmer. Erklär den Kids, was die Love Parade war. Das war die Love Parade. Du gibst mir was zu trinken. Und fest genug? Ah, klar. Ja, auf der Love Parade gab es was anderes. Schon besser, wa? Da sollst du auch viele Kohle machen in den Staaten. Nur in den Staaten, hier auch in Europa. Das Schloss der Könige. Ihr denkt, die fallen auf euren Scheiß rein. Ist doch klar, ey, wo ist das her? Das ist ja alles aus Hollywood. Ist das Ding so? Windstärke. Das ist ein Punk, wa? Ja, die Punks haben sich auch schon längst verpieselt von dem Kindergeburtstag. Was soll's? Das habe ich eben gebrüllt, hast du nicht verstanden. California! Keine Ahnung, die wollen hier rüber oder wahrscheinlich unter den Linden oder zuerst hier oder dann unter den Linden. Keine Ahnung. Mensch, es gibt seit den 70er in jeder Disco. So, die neue Hutmode für die Cyberpunks. Da gibt's einen Kron. Echt? Kron? Ah, ein Korken. Ist doch klar. Ein Orangensaft. Ups. Als halbes Jahrhundert Hippie. Wir sind schon längst irgendwo anders. Wo ist die Route? Da lang. Und da und dann da. Wir sind mit den Hippie-Opas da lang latschen. Natürlich ist das eine anachronistische Veranstaltung. Im Nachbarland ist es seit den 70er Jahren legalisiert. Und das waren die besten Berater der Vereinigten Staaten. So, dann kannst du das Ding da auch aufmachen, oder? Wie willst du den Kids sonst die Love Parade erzählen? Hör jetzt einfach auf, der Love Parade gab es was zu klinken.
Jetzt sind sie ja alle in den Krankenhäusern geblieben. Bunch of Hippies. No? Bin schon längst abgezogen. Ist doch öde, kannst du hinjoggen. Wahrscheinlich hier längst. Die Leute, die zu spät kommen. Ne? Da war ich schon auf dem GMM. Ich bin ja auch bald so drauf, wieder abzudrehen. Dann machst du nicht, um davon Profit zu machen. Das ist von den harten Drogen zu trennen, ey, hier. Nichts Schnaller. Entkriminalisieren und trennen von den harten Drogen, darum geht's. Schon längst gelaufen. Nur wo lang? Hi. Genau. Ah, wo gibt's denn den Hut? Was für ein Aufwand hier in Holstein. Ja, die machen auch Sparflamme. Also Werbebilder sind das nicht. Willkommen in Berlin. Hanf Parade Deutschland. Die Leute wollen hier einfach Party machen und die Demo geht längst da hinten lang. Dann muss es mit dem Gedächtnis zusammenhängen. Und insofern, ich würde so gerne mal mit ihr in einer offenen Diskussion wirklich darüber diskutieren. Eine Frage, die mir sehr viele Leute stellen. Wenn man in Veranstaltungen immer wieder hört, warum alles mit der Legalisierung vernünftig ist, dann kommt sehr häufig am Ende die Frage, und warum ist das nicht längst der Fall? Warum ist Cannabis nicht längst wieder legal? Denn es war ja ursprünglich mal legal. Ja, und das Warum, das sagt Frau Mottler uns immer wieder. Ich habe letztens ein Interview gelesen, es interessiert mich ja auch. Ja, und Frau Mottler hat zum Beispiel gesagt, die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist gegen die pauschale Legalisierung von Cannabis. Ihr sagt, alle, das ist Quatsch, Manipulation. Es gibt ja Umfragen und es gibt relativ gute Umfragen dazu. Es gibt immer noch Umfragen, wenn man das Wort Freigabe verwendet, dass die tatsächlich ganz knapp noch gegen eine Legalisierung von Cannabis sind. Ganz knapp. Es gibt aber mittlerweile auch Umfragen, die sehr, sehr deutlich sagen, dass man gegen eine Strafanzeige für Cannabiskonsumenten ist. Wenn man die Frage nämlich so stellt, ob es Sinn macht, dass die Polizei Tausende von Arbeitsstunden dazu verwendet, um gegen Cannabiskonsumenten Strafanzeigen zu schreiben, dann sagt die überwiegende Mehrheit der Deutschen, das ist Schwachsinn, das ist Blödsinn, und auch auf solche Umfragen darf Frau Mottler gerne einmal hören. Ich habe, wie gesagt, ich weiß, viele sagen ja immer, naja, aber da muss man ja irgendwie ein bisschen Druck machen. Druck machen heißt, ein Polizeibeamter wegen einem Joint. Der schreibt eine Strafanzeige, dazu gehört die Beschuldigtenvernehmung der Person, da gehört die Beschuldigtenvernehmung zur Sache, dazu gehört eine Beschlagnahme, möglicherweise eine Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen, dazu gehört eine Abgabe an die Staatsanwaltschaft, die beschäftigt sich dann nochmal damit und in Bayern nicht selten auch nochmal eine Gerichtsverhandlung wegen zwei, drei Joints. Und dann wird das Ganze eingestellt, das ist ein Schwachsinn, das ist ein Rausschmeißen von Geld, und ich bin eher dafür, dass man sagt, ich halte übrigens Cannabis nicht für harmlos. Also gerade wenn Jugendliche Cannabis konsumieren, halte ich es nicht für harmlos.
aber dann diese Ressourcen einzusetzen, dass es in den Schulen und an den Beratungseinrichtungen genug Leute gibt, die sagen, Leute, wenn ihr das unbedingt nehmen wollt, dann müsst ihr da und da und drauf aufpassen. Und in deinem Alter würde ich vielleicht erstmal drauf verzichten. Warte, bis du groß bist und dann kannst du ausprobieren, was du willst. Aber sei auch dann vorsichtig. Dafür brauchen wir Leute, das muss gemacht werden. Aber eine Strafanzeige, 2013 wie viel Arbeitsstunden ich investiert habe, auf Kosten des Steuerzahlers, um nur für den Papierkorb zu arbeiten, das muss man ganz ernsthaft dann mal beantworten. Und dann gibt es ja noch viele, viele andere Argumente, die man dann einfach auch mal angucken muss. Ja, also Frau Mortler sagt zum Beispiel, dass wenn jetzt diese Legalisierung kommt, dann wäre das ein falsches Signal an die Bevölkerung, das sagt sie aktuell immer sehr häufig, und dass dann vermeintlich Drogenkonsum harmlos wäre und viele Menschen es nehmen würden. Woher nimmt sie diese Auffassung? Also viele Länder machen es uns vor, fast im Quartalstakt kommen neue Länder dazu und legalisieren Cannabis, gehen von der Strafverfolgung weg und es passiert eben genau das nicht. Und deswegen muss man sehr schnell Möglichkeiten finden, auch in Deutschland den Nachweis zu führen, dass man eben anders damit umgehen kann. Und es gibt so viele gute Vorschläge, lasst uns das einfach mal durchgehen. Ja? Ich weiß, dass viele immer gleich diese ganze komplette Lösung haben wollen. Momentan wird sehr, sehr viel über Modellprojekte geredet. Ja? Und insofern muss man natürlich gucken, diese Modellprojekte, warum ist man dagegen, dass es in legalen Projekten in Bremen, in Berlin, in Thüringen, in Brandenburg legale Modelle gibt oder jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern ist das jetzt beantragt worden oder soll beantragt worden. Warum ist man so sehr dagegen? Weil all das, was die Union mit ihrer Regierungspolitik macht, mit ihrer Verbotslogik macht, tatsächlich dann ad absurdum geklärt würde. Alles das, was man uns erzählt, was passieren würde, wenn der Cannabis legal ist, würde eben dann genau nicht eintreten. Und deswegen hat man so schreckliche Angst vor diesen Modellprojekten, weil dann könnte man genau gucken, wie entwickelt sich dieser Wirkstoffgehalt, kann man denn dann erkennen, was ist, hat man tatsächlich die Hand drauf, was man konsumiert, wie ist der Konsum von Jugendlichen, von Kindern, treten die Befürchtungen ein, treten sie nicht ein, kiffen dann alle Menschen plötzlich und gehen nicht mehr auf Arbeit. Ich erinnere daran, Frau Merkel sagt ja, also wer einmal mit einem Joint anfängt, der hat auch nur noch den nächsten Joint im Kopf und der muss dann auch immer stärker werden. Ja, also wenn man das mal auf den Alkohol umrechnet, dann heißt das, Leute, wer einmal ein Bier trinkt, dann ist es irgendwann Stroh 80 und man geht nicht mehr auf Arbeit. Das ist die Logik, mit der deutsche Drogenpolitik gemacht wird. Hätten wir diese Modellprojekte, die wissenschaftlich begleitet würden, wäre in kürzester Zeit klar, dass das Schwachsinn ist, was an Argumentation gegen die Legalisierung vorgebracht wird. Ich bin sehr dafür, wirksame Maßnahmen zu machen, damit es weniger Drogentote gibt. Das wird uns ja immer wieder vorgehalten, dass es Drogentote gibt und dass man deswegen Drogen, man nennt immer nur die Illegalen, verbieten muss. Da gibt es diese sogenannten Legal Highs, Kräutermischungen, über 1500 Produkte, zwei Drittel allein auf Bereich synthetischer Cannabinoide. Welcher Idiot müsste so einen Schwachsinn nehmen, so einen Dreck nehmen, wenn man ganz legal seinen Joint rauchen könnte, wenn man ganz legal seinen Joint rauchen könnte? Thank you.
Danke. Ja. Das Hanfmuseum. In die Richtung. Ja, auf der Love Parade haben wir da oben gestanden. Nackt. Hallo Leute, ich war auf der ganzen Welt, ey, ihr kennt mich! Yeah. Ich liebe Thierry Stravis! Apropos, das haben wir gerade bekommen dafür. Hast du das bekommen gerade, ja? Danke. Geil, ganz schön dick die Schwimmbären hier. Okay, das ist ZDF. So, jetzt schwimmen wir mal zu den Piraten hin. Where's Greenpeace? There's a girl in Paris. Follow Greenpeace. Nur von der Lappenwelt zur Hanfparade. Thank you.
Joint mit Helmut Schmidt. Da vorne kommt.
ständig und der Prüfung. Sound.
on the grass smoking. It is on Berlin. It's a show on VJ. That's my plan.